Happy, 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 hap, happy Home Designer. Happy, 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 hap, happy Home Designer. Happy, 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 hap, happy, 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 hap, happy, 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 hap, happy Home Designer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Home Designer mit Balui. Hallo, ich bin Balui. Ich bin Mir. Ja, wir müssen ein Hotelzimmer einrichten, habe ich gehört. Hier muss nur ein Bett rein, dann wäre das fertig. Ich finde diesen Beton-Style auch nicht schlecht. Aber wir lassen alles bei dem, ich glaube, hier mache ich jetzt nicht den Lobbyboden rein. Das sieht ganz schick aus, oder? Der rote Boden mit der grün-weißen Tapete. Schick. Das ist also jetzt hier mein erstes Hotelzimmer und wir brauchen ein Bett. Mal, wird das hier ein Ehezimmer oder wird das ein Einzelzimmer? Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir machen hier ein Single-Zimmer rein. Einzelbett. So, da kommt rein ein Bett und ich bin fertig. Cool. Ja, ne? Mehr wird nicht verlangt. Aber wenn man in so einem Hotel ist, ne, dann ist ja meistens immer so noch vielleicht ein Regal irgendwo, wenn es ganz schick aussieht. Hey, diese Hotelzimmer sind kleiner als die Wohnungen, die man so einrichtet. Wenn du meinst. Prachtbett, das kann man nicht mal umfärben. Nicht? Nein. Passt denn dieses Tischchen wenigstens hier rein? Ja, die Farbe passt doch, oder? Finde ich zumindest. Ich kann das, was ich anklicken wollte. Stellen dem Kunden mal hier so eine Royallampe dahin. Oh. Ja, dann brauche ich das Tischchen dann doch nicht mehr. Tut mir leid, Tisch. Ganz schön gemein. Nein, habe ich das gerade weggeworfen? Ich wollte es nicht wegwerfen. Oh, warte mal. Ach, die Lampe ist doch viel schicker, oder? Mit Nachttisch dabei. Viel cooler irgendwie. Ich würde nur gerne... Nee, kann ich auch nicht umfärben. Aber egal, das ist Nachttisch hier, ne? So, sehr schön an der Wand. Jetzt hat man meistens... Ich dachte, ich habe dich weggeworfen. Blödes Ding. Meistens hat man in so Hotelräumen auch immer noch so einen Schreibtisch stehen, wo man dann arbeiten kann. Aber die habe ich anscheinend schon alle freigeschaltet. Muss ich mal suchen, was wir da nehmen können. Alle schon freigeschaltet. Meistens ist das auch gar nichts Besonderes, was man so drin stehen hat, ne? Nö. Hier einfach so ein langweiliger Schreibtisch. Ich meine, er muss ja auch eigentlich Fernsehen gucken können aus dem Bett. Kriegt er hier einen Fernseher über dem Schreibtisch. Muss er sich zwar drehen, aber was soll's. Und noch ein schicken Stuhl. Aber da sind meistens sehr langweilige Klassikstühle. Das Bett an die Wand. So, Stuhl, kann er Fernsehen gucken, ein Telefon. Oh, Telefon. Ja, man hat ja immer so ein Telefon auf dem Hotelzimmer. Telefon. Designer-Duschwand? Ja, das weiß ich nicht so ganz, wie man hier eine Duschwand noch unterbringen soll. In einem, wie soll ich sagen? Was gibt's, wenn ich Papier eingebe? Papier. Kommt da irgendwas bei? Rum? Geschenkpapier. Ja, das hab ich gesucht. Mhm. Vielleicht suche ich besser mal nach Buch. Buch? Ja, meistens gibt es ja irgendwas an Lesematerial da von dem Haus. Hier, Buchstütze. Das meine ich, das sieht cool aus. So, einfach ein bisschen Zeug, was es über das Hotel zu wissen gibt, wo man Essen bestellen kann in der Gegend oder sowas in der Art. Mir fehlt jetzt irgendwie so ein Kleiderschrank. Stimmt, das hat's ja auch immer. Was für ein Tisch soll ich als Schreibtisch nehmen? Was hast du genommen? Ein ganz einfacher. Das ist eine normale Holzplatte mit schwarzem Schrank dran. Den Lehrertisch? Ich weiß nicht, ob der Lehrertisch heißt, ehrlich gesagt. Kann ihn auch gerade nicht mehr in die Hand nehmen, weil da alles draufgestellt ist. Ah, hier, so ein Klassikschrank. Der passt farblich nicht bei mir rein.
Der Schrank passt nicht, der ist scheiße. Das ist doch kein richtiger Kleiderschrank. Das ist echt gar nicht so leicht, was Passendes für ein Hotel zu finden. Das stimmt, ich habe gerade ein bisschen ein Farbproblem. Ich kann nur den Plastikschrank nehmen, aber er gefällt mir nicht. Na, dann nehme ich halt den hier. Ich hoffe, er geht da auf. Ja, nur ein kurzer Blick. Wie nur ein kurzer Blick? Ich habe einmal in den Schrank meines Kunden geguckt. Kriegt er halt zwei, einen für Schuhe. Nein, das sieht scheiße aus mit zwei. Er sieht sowieso total verloren aus, der Schrank hier. Aber ich muss ja einen Kleiderschrank hinstellen. Sowieso so sehr minimal. Aber warte mal, wir müssen hier noch ein bisschen was an Wände hängen. Ohne Bilder geht es gar nicht. Ihr kriegt eine Mona Lisa. Nee. Sowas hat man nicht in Hotels hängen. Man hat in Hotels hängen so billig Bilder hier von KK. Ja, nur wenn du ein Billighotel bist. Ja, aber du wirst da trotzdem keine Mona Lisa drin hängen haben. Ne? Ich bin ziemlich sicher, dass du da keine hängen hast, ja. So, sieht doch schon schön aus, oder? Ein bisschen was an der Wände und schon ist das Ganze viel freundlicher. Schick, oder? Also ich finde es schick. An dieser Wand ist eh der Fernseher, da muss jetzt nicht noch unbedingt was hin. Wobei, vielleicht gibt es ja irgendwas, was man noch an die Wand hängen kann. Was haben wir denn noch an neuen Möbeln gekriegt? Tja, ne, eine Uhr kriegst du nicht. Keine Sorge, Tick-Tack. Oh, hier, eine Reisetasche, die kann man schon mal irgendwo hinstellen. Das ist schon mal ganz schick. Ganz cool eigentlich, sieht das ein bisschen belebter aus. Na, was machst du? Überlegen, ob ich noch was reinstelle oder ob mir der Raum so gefällt. Und du? So weit bist du schon. Ja, ich weiß nicht. In so einem Hotelzimmer ist nicht viel. Erinnere dich dran, als wir in dem Hotel in Köln aber waren. Das ist so ein Riesenzimmer bei mir. Ich weiß nicht, wie groß das bei dir ist. Bei mir ist es jedenfalls groß. Ja, bei mir ist es eher schmal und lang. Bei dir ist es ja so breit. Bei mir passt also nicht wirklich so viel rein. Ja, bei mir passt einiges rein. Vielleicht stellen wir da noch eine große Lampe hin, aber ich weiß nicht, ob das passt, wenn da schon so eine ist. Nee. Aber wir könnten eine Blume reinbauen. Ich weiß zwar nicht, ob man Blumen hat in Hotels, aber kann ja nicht schaden. Man hat eigentlich immer zwei Schränke in so einem Doppelzimmer. Für jeden einen. Ich habe ja kein Doppelzimmer gebaut. Ach so. Sehr schick, sehr schick. Oh, gute Nacht. Hui. Guckt mal, ich kann hin und her rutschen auf meinem Bett. Hui, hui. Das ist ein sehr schönes Bett, ja. So, hier ein bisschen zum Rumgehen, aber viel mehr Platz. Bei mir ist eigentlich schon hier Ende Gelände. Wir könnten da noch was draufstellen. Was gibt es denn noch Cooles zum Draufstellen irgendwo? Essen nicht. Wobei doch, manchmal ist da so eine Obstschale oder Getränke sind manchmal da. Tee. In London gibt es immer Tee. Da kannst du ja immer Tee selber machen. So eine Kanne mit Tee und Teebeutel. Na, gibt's sowas? Gewürzständer? Nicht ganz das, was du meinst, glaube ich. Nee. Pracht-Teeset. Aber da ist schon Tee drin. Nee. Hier, Teeservice. Bitteschön. Wenn man da möchte, kann man sich auch noch Tee bei mir machen. Ist das nicht lieb von mir? Wie schön. Ja, ne? Sehr nett von dir. Tja, aber ich kann hier in dem Zimmer nichts mehr machen. Eigentlich ist meins fertig. Hast du schon alles an die Decken gehängt und so? Decke. Immer vergesse ich die Decke. Wer braucht denn schon was an der Decke? Ich nicht. Wir belassen es alles bei der Japan-Lampe. Hat mir im Eingang gefallen, hat aber auch hier hängen. Passt zum Stil, finde ich. Guckt mal, das Bett hat ein Smiley. Sieht das aus? Was? Wie ein Smiley. Smiley halt. Cool. Boah, das Teeservice, ne? Das hat ein grünes Tablet. Kann ich das bitte umfärben? Nein, kann ich nicht. Das ist total der Stilbruch. Schlimm. Schlimm sowas. Oh. Tja,
Hast du beide Zimmer so groß bei deinem Schlafzimmer? Ja. Mein Hotelzimmer, okay. Meine sind beide gleich klein. Mülleimer gibt's auch immer. Oh, stimmt. Wobei ich finde, hier sind diese Mülleimer. Es gibt keinen kleinen, dezenten Mülleimer. Es gibt nur diese riesen Dinger. Was ist denn mit dem kleinen Holzding? Der Holzmülleimer ist doch so klein. Ich habe keinen Holzmülleimer. Zeig mal bitte. Da, der hier. Abfallkorb heißt der. Ach, der heißt Abfallkorb. Ich suche immer nach Müll, weißt du? Ein Pracht-Tee-Set. Abfallkorb, der ist natürlich wirklich süß. Ja eben, der ist so klein. Steht aber da scheiße. Stellen wir ihn da hin und die Reisetasche stellen wir einfach hier hinten hin. So sieht das doch viel schöner aus gleich. Wow. Na, sieht doch sehr gemütlich aus, oder? Wer würde da nicht gerne bei mir einchecken? Ich. Ey. Ihr müsst auch, dürft auch nicht vergessen, immer am Ende der Folge zu bewerten, welches Zimmer von uns beiden das schönere war, ne? Nicht, dass ihr das einfach mal irgendwie vergesst oder so. Das wäre sehr böse. Sehr schrecklich. Ich glaube, ich brauche einen anderen Boden. Aber ich kann hier nichts mehr machen. Ich bin auch gleich fertig. Ein Teppich auf Teppich macht auch nicht so richtig Sinn. Na, ich habe keinen Teppich auf dem Boden. Nicht? Nein. Warum denn nicht? Das sind Fliesen, die sind viel einfacher sauber zu machen. Ein Futon ist doch irgendwie so eine... Es ist doch... Was ist denn ein Futon eigentlich? Sitzt man da drauf? Ich weiß nicht, was es darstellen soll, ehrlich nicht. Naja, fertig? Komisches Ding. Oh, warte, ich wollte noch was an die Decke hängen, irgendeine Lampe vielleicht. Ja, mach du mal ruhig. Sessel. Luftbefeuchter. Warum soll ich einen Luftbefeuchter in den Raum reinstellen? Warum Klamotten? Nicht? Nee. Damit die Luft nicht so feucht ist. B, nicht End. Feuchter. Ach so, B-Feuchter. Genau. Was? Genau. Warum? Deswegen sage ich das ja. Nö, ich bin fertig. Ich gehe jetzt hier raus. Hey, warte auf mich. Aber da Klamotten in, drin hier? Hallo? Ah, so gemütlich zu schlafen. Ui, ui. Ich rolle und rolle. Du schläfst? Ich bin ein Rollum. Oh, ich habe eine Mona Lisa in mein Zimmer gehängt. Oh. Einfach nur, weil du gesagt hast, dass das nie hängt. Hängt's auch nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Gut. Nächstes Hotelzimmer wartet auf uns. Yeah. Da mache ich jetzt ein Doppelhotelzimmer raus. Ein Doppelschlafzimmer für zwei Personen. Für vier. Was? Nix. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Noch ein Zimmer. Okay. Wir belassen den Boden, Fußboden und die Wand alles so wie in einem anderen Raum, weil es ist ja nur mein Hotel und ein Hotel macht sich normalerweise nicht die Mühe, jedes Zimmer anders zu gestalten. Also bei mir sind es zwar unterschiedliche Zimmer. Ja, okay. Außer man heißt Miri, die macht alles anders. Dieses Prachtbett, ne? Das sieht schon ziemlich cool aus, aber es passt einfach überhaupt nicht rein. Ja. Oder wird es hier eine Royal Suite? Das ist die Royal Suite, genau. So, für zwei Personen, ja, Royal Suite. Haben wir irgendwie Nachttische? Ach ne, wir haben doch die Royal Lampen oder die Edellampen oder wie die hießen. Royal Lampe, seht ihr? Passend zum Royal. Das ist die Royal Suite, ja. Aber ich muss noch die Türen ändern. Und die Fenster. Da sind nämlich schon Fenster drin. Ja. Okay, vielleicht sollten wir dann bei der Royal Suite ein bisschen andere Tapete wählen. Der Teppich ist schon gut, aber die Tapete irgendwie nicht so. Yeah. Na dann, was machen wir hier rein? Was müssen wir reinmachen? Ein Bett. Oh, wow. Sehr kreativ. Das ist Prachtbett. Warum kann man das denn nicht umfärben?
Das frage ich mich auch. Sieht so scheiße aus in dem Blau. Das passt einfach nicht rein. Was haben wir denn noch an Royalmöbeln? Irgendwie ist mein Schlafzimmer etwas zu klein für die ganzen Sachen, die ich hier gerne reinbauen würde. So, wir haben hier, weißt du, wenn man hier so ein bisschen nobler wohnt, hat man natürlich auch eine noble Sitzecke. Oder eine noble Sitzmöglichkeit. Ja, ich kann ja hier in Miris Zimmer, ist ja wahrscheinlich größer. Sie hat einfach viel mehr Möglichkeiten als ich. Oh. Aber Miri, ich glaube, du musst was machen. Die Zeit ist zu Ende? Ja. Dann hoffen wir, euch hat die Folge heute gefallen. Schaltet morgen wieder ein, wenn wir vielleicht das, das Zimmer fertig machen. Ja, nicht nur das Zimmer. Und dann halt auch schon zum... Was auch immer das andere wird. Festsaal. Ach, ein Festsaal? Festsaal soll das werden, genau. Okay. Gut. Na dann, schaltet morgen wieder ein. Und guckt bei Miri vorbei. Tschüss. Tschüss.